Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Setzen Sie ruhig die richtige Brille auf, damit Sie den Durchblick haben. Perfekt, super. Also, es fand der Migrationsgipfel statt, den Herr Merz gefordert hat in seinem Gespräch mit Herrn Scholz, allerdings nicht in der kleinen Runde, wie Merz vorgeschlagen hat, sondern in der größeren Arbeitskreisrunde, über die wir ja bei der letzten Medienlupe schon gesprochen hatten. Das Ergebnis ist null. Man will sich vielleicht in der nächsten Woche wieder treffen, weil erstmal juristisch geprüft werden soll, laut Innenministerium und laut Frau Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ob das alles überhaupt rechtlich geht. Frage an Sie als ehemaligen und aktuellen Unternehmer und Publizisten: Kann man sowas nicht eigentlich schon im Vorfeld eines solchen Gespräches tun? Ist es nicht klug, vorbeugend schon mal alle rechtlichen Möglichkeiten auszuloten und dann im Gespräch Ja oder Nein zu sagen? Hopp oder top? Ja, dafür hat man ja eigentlich die Sherpas, die solche Treffen vorbereiten. Und das wäre schon in der Tat sehr schlau. Auch da ist jetzt so ein gewisser Aktionismus dahinter. Deswegen kommt die Sherpa-Arbeit nicht so richtig zu tragen. Dann hätte man es auch, um ehrlich zu sein, sein lassen können. Das ist jetzt eher so ein bisschen eine Showveranstaltung. Haben Sie sich mal gefragt, Herr Müller, warum 28 Afghanen nach Afghanistan ausgeflogen werden und pro Nase 1000 Euro bekommen? Ich habe inzwischen gelernt, dass das ein sechsfaches Monatseinkommen ist. Und die soziale Verelendung dieser 160-fachen, also in einem Fall geht es um 100, einen 160-fachen Straftäter, der unter anderem eine Elfjährige vergewaltigt hat, also die soziale Verelendung dieser Menschen in Afghanistan verhindert werden soll. Ja, und was ich so gelesen habe, nur gelesen habe, ich weiß es nicht aus erster Hand, greift auch eine gewisse Fürsorgepflicht mit diesem Betrag, sodass die Abschiebung juristisch unanfechtbarer sein könnte. Also wenn irgendein Menschenrechtsanwalt kommt und sagt, das war nicht juristisch sauber und bekommt vor Gericht Recht, dann müsste dieser Mensch rein theoretisch wieder nach Deutschland zurückkommen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, zeigt aber auch, wie verworren die juristische Lage, oder nicht verworren, aber wie kompliziert das Ganze ist. Und dieses Thema, das die Leute beschäftigt, muss man halt richtig sauber aufgleisen und das braucht halt seine Zeit. Und diese Regierung oder die politisch Handelnden haben ja allein durch den Haushalt gelernt, dass das nicht mehr so einfach geht, dass Gerichte mittlerweile eine andere Stellung auch haben. Und deswegen, Schnelligkeit klingt ja ganz gut, aber die Enttäuschung ist natürlich auch umso größer, wenn nichts passiert dann. Also ich glaube nicht, dass die Stellung der Gerichte anders geworden ist, sondern die Gesetzgeber leisten einfach eine schlechtere Arbeit und geben damit den Gerichten immer mehr Nee, ab. genau, das meinte ich aber auch damit. Ja, das meinte ich damit auch. Naja. Also lassen wir uns mal ganz kurz bei diesen 1000 Euro bleiben und den großen Bereich Migration aber nicht verlassen. Eine Stellungnahme einer Frau, die nicht blau wählt oder Brombeer oder wie die neuen Farben da alle lauten, war in meinem Umfeld: Mensch, Uwe, die 1000 Euro hätte ich auch gerne gehabt. Was muss ich denn machen, um auch die 1000 Euro zu bekommen? Das ist so eine Reaktion, finde ich, einer typischen Bürgerin gewesen, die sich gar nicht dafür interessiert, was mit diesen 28 Straftätern in Afghanistan passiert, sondern die einfach sieht, dass unser Land irgendwie an eine Grenze kommt, wovor der Deutsche Städte- und Gemeindebund seit langer Zeit warnt, der Landkreistag seit langer Zeit warnt und nie ist wirklich etwas passiert, weder unter der alten Merkel-Regierung noch unter der Fortschrittsregierung von Herrn Scholz. Erst als die AfD so stark zu werden drohte, wie sie jetzt geworden ist in Sachsen und Thüringen, sind Herr Scholz und Herr Merz aufgewacht und haben, wie sie sagen, Aktionismus begonnen. Die einen haben 28 Afghanen abgeschoben, der andere forderte ein Vier-Augen-Gespräch. Kann das denn irgendein Wähler, nicht nur in Brandenburg, wo ja in 3 Wochen schon wieder Landtagswahlen stattfinden werden, sondern überhaupt einen Wähler, der die Lage beobachtet und der sich auf den Straßen nicht mehr sicher fühlt oder dessen Sozialgefüge auseinander
pflegt, beruhigen und in Sicherheit wiegen. Also ich persönlich habe jetzt keine Angst. Es liegt ja auch an einem selbst, ob man Angst hat oder nicht. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen philosophisch betrachtet. Dann empfehle ich Ihnen mal, abends um 9:30 am Jungfernstieg einen schönen Tee zu trinken im Alsterpavillon. Wie man bestimmten Zeitungen Ich entnehmen war kann, ist da jeden Abend auch ein schon Maler. am Frankfurter Hauptbahnhof gewesen und das ist natürlich auch erschreckend. Darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Ich kenne auch den Hamburger Hauptbahnhof und was da abläuft. Wir haben nicht ja nur, weiß ich nicht, wir haben Migranten, wir haben Drogenabhängige, wir haben, ich wohne in Hamburg, gehen Sie mal über die Reeperbahn, wir haben eine Bandenkriminalität, die jetzt nichts mit Syrern zu tun hat. Also, was soll ich dazu sagen? Aber natürlich muss man erstmal sehen, dass Leute Angst haben und dass sich die Angst auch weiter steigert und das Gefühl für Sicherheit immer mehr verloren geht. Das Thema Sicherheit war schon immer ein großes Thema, es war schon immer ein CDU-Thema gewesen. Die Leute suchen nach Sicherheit, rufen nach einem starken Staat, wenn der Staat zu stark wird, dann ist er halt wieder zu stark, wie in der Corona-Pandemie, dann schreien sie wieder nach Freiheit. Da fehlt halt in allem die klare Linie und ich weiß, für die aktuelle Diskussion, das muss ich ihm leider auch sagen, momentan keine Lösung. Ich weiß keine Lösung. Die einzige Lösung, die ich jetzt in der Diskussion einfach sehe, ist, dass wir die Diskussion auch mal ein Stück anders aufgleisen müssen. Ja? Der Migrantenstrom ist in Italien nicht abgebrochen, sondern es sind mehr geworden. Es werden Migranten eingesetzt als Erntehelfer. In Norditalien, die ganz, ganz schlecht bezahlt werden. Alle Ankündigungen der italienischen Regierung, schon unter einem Innenminister Salvini, ist der Strom nicht abgebrochen. Und ich habe das Gefühl, das passt aber nicht zur aktuellen politischen Situation, dass man nochmal in einen anderen Handlungsmodus reinkommen muss, weil alles, was bisher geschehen ist, ist mehr oder minder gescheitert. Verhandlungen mit Marokko, Abkommen Italien, Albanien, EU-Verhandlungen, Abkommen von Dublin. Was kann ich noch alles aufführen? Es führt nicht zu einem richtigen Ergebnis. Und ich sehe momentan auch nicht eine richtige Lösung in der Schnelligkeit. Dieses Thema wird uns weiter begleiten über die Brandenburg-Wahl hinaus, weil man nicht erwarten kann, dass innerhalb von 3 Wochen da irgendeine Lösung vorhanden ist. So. Wenn Sie mir eine Lösung nennen können mit Grenzsicherung, deswegen fände ich es ja so interessant, mit die Brandenburger dahingehend einzureißen, um mit der AfD über eine mögliche Regierung zu reden und auch mal von denen zu hören, wie sie die Grenzen in Thüringen, das ja so mittendrin ist, sichern will. Und was Sie gegen die Migrantenproblematik tatsächlich machen wollen. Wie würde sich das in Regierungsarbeit umsetzen? Aber das löst nicht das grundsätzliche Problem. Das ist Migration, das ist die Angst vor Migration. Sie wissen genauso gut wie ich, dass neben der Angst auch Befürchtungen der Wirtschaft da ist, dass man dieses Thema aber nicht mehr richtig gedanklich getrennt bekommt. Ja? Natürlich sagen wir, der ungezügelte Zuzug von Migranten darf nicht sein, aber auf der anderen Seite braucht die Wirtschaft, deswegen waren sie auch vor der AfD. Es ist ein richtiges politisches Dilemma, das vorhanden ist. Und momentan sehe ich da drin auch überhaupt keine Lösung. Ja. Also, über die Zuwanderung haben wir ja schon gesprochen, wollten wir nochmal separat in einer eigenen Medienlupe sprechen. Ich will nur Ja. darauf hinweisen, dass die, die nach Kanada einwandern als qualifizierte Arbeitskräfte, weil die dort das entsprechende Punktesystem erfüllen, viel höher gebildet sind und qualifiziert sind als die, die nach Deutschland kommen, und zwar nicht nur als Asylflüchtlinge, sondern eben auch als Zuwanderer. Und wir brauchen eben nicht unbedingt Straßenfeger, sondern wir brauchen Menschen, die Straßenkehrmaschinen bauen oder entwickeln als Ingenieure. Aber die kommen halt nicht nach Deutschland aus unterschiedlichsten Gründen, die auch mit der Migrationsfrage zu tun haben, aber auch mit vielen anderen Fragen. Aber lassen Sie uns das mal separat an anderer Stelle nochmal behandeln. Kommen wir auf die aktuelle Migrationsfrage zurück. Deutschland
oder die CDU-CSU will nun also das Dublin-Abkommen reaktivieren, will die Außengrenzen sichern. Sie haben davon gesprochen, dass die AfD ja die thüringischen Grenzen sichern will. Ich weise darauf hin, dass der Bund Leute eben nach Deutschland reinlässt und dann auf die Länder verteilt. Die Landesregierungen verteilen über die Landratsämter in die Kommunen hinein. Das heißt, Thüringen kann gar nicht anders als Flüchtlinge aufnehmen, es sei denn, Thüringen sagt, wir machen das grundsätzlich nicht mehr. Die sollen nach Sachsen oder sonst wohin gehen. Was weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre oder funktioniert. Aber letztlich ist eben der Bund dafür verantwortlich, die Bundesgrenzen zu kontrollieren und zu schützen. Klammer auf, ich bin neulich, Sie wissen, ich wohne in der Nähe von Österreich, nach Österreich gefahren. Null Schlagbaum, null Grenzsicherung, null Bundespolizei. Aber ich bin auch nicht auf der Autobahn gefahren, sondern eine Stadtstraße lang gefahren. Also da ist nichts von Kontrolle. Klammer zu. Wie kann es sein, dass auf der einen Seite jetzt gefordert wird, die Außengrenzen besser zu schützen und auf der anderen Seite die Bundesregierung mit ihrem knappen Etat, wo ja immer noch fast 20 Milliarden Euro ungedeckt sind, was ja in der nächsten Woche in der Haushaltsdebatte dann nochmal klar zutage treten wird, aber Millionen an Flüchtlingsorganisationen gibt, die im Mittelmeer Bootsrettung betreiben, statt dafür zu sorgen, dass eben die Menschen entweder in ihren Ländern bleiben und es den Ländern besser geht, wofür eine ganz andere Außen- und Entwicklungspolitik gemacht werden müsste, oder aber wenigstens an den Küsten Nordafrikas aufgehalten werden. Wie kann es sein, dass die Amerikaner in Afghanistan einen jahrzehntelangen Krieg führen und Deutschland 1 Million Afghanen aufnimmt, während die USA, weiß ich nicht, ein paar tausend Afghanen aufnehmen? Wie kann es sein, dass die amerikanische Regierung es zulässt, dass es in Syrien einen Bürgerkrieg gibt und den zum Teil auch noch im Entstehen befeuert hat, und wir aber über 1 Million Syrer aufnehmen und die USA so gut wie keine Syrer aufnehmen? Da stimmt irgendwas in der Balance nicht. Und das entspricht eben unserer typischen deutschen Grundhaltung zu sagen, wir sind die Weltverbesserer, wir tun alles, um die Welt zu verschönern. Wie es dann bei uns aussieht, ist erstmal wurscht. Hauptsache die Welt, Hauptsache der Welt geht's gut. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Also bei der Seenotrettung stimme ich Ihnen auf keinen Fall zu, weil das Gebiet einfach und das, was soll ich sagen, wenn Sie jemanden sterben sehen, verletzt sehen, dann werden Sie ihm helfen. Ist doch vollkommen klar. Und wir haben Dafür es jetzt hier gerade. gibt es nationale Einrichtungen, da muss man nicht private Ja, Hilfsorganisationen aber haben. jetzt, ich meine, da sterben so viele Leute im Mittelmeer. Hätte man jetzt zum Beispiel im Ärmelkanal, wo dieses Boot gekentert ist, die Leute nicht retten sollen, das ist doch außer Frage, Herr Müller. Die andere Frage ist, ob wir Hilfe zur Selbsthilfe, ich habe ja meine Magisterarbeit mal über Tansania geschrieben vor zigtausend Jahren, das ist ein Uralt-Thema, das nicht greift, ne? Das einfach nicht greift, dass man auch nicht in den Griff bekommt. Also auch da gibt es keine Lösung, weil es gibt verschiedene NGOs, die dann zur Hilfe, zur Selbsthilfe für sich begreifen, indem sie wie Neven Subotic, der ehemalige Fußballer, so ein Brunnenprojekt da unten hat oder andere Organisationen, das sind so kleine Tropfen auf den heißen Stein, die aber unmittelbar davor, die unmittelbar helfen. Die zweite Frage ist eine geopolitische Frage und da ist natürlich tatsächlich ein großes Problem da drin, dass Kriege in der Welt geführt werden, die auch die Ursache der Flüchtlingsbewegungen sind, genauso wie der Hunger eine Ursache für Flüchtlingsbewegungen sind in Afrika. Und wir schaffen es, nichts gegen den Hunger zu tun, wir schaffen es aber auch nichts gegen die Kriege zu tun. Im Gegenteil, die Kriege werden zum Teil sogar noch gefördert, wenn man den Waffendeal von Herrn Trump damals mit Saudi-Arabien sieht für 950, was eine knappe Milliarde und die Waffen in irgendwelche Krisengebiete weiter reingeliefert werden und das produziert Hunger und Leid. Und der nächste Weg ist ja nicht alle Syrer, die flüchten, kommen jetzt nach Deutschland, sondern es gibt drumherum noch Flüchtlingslager und so weiter und so fort. Ja. Die Amerikaner in die Verantwortung dafür zu nehmen, würde ich gerne wissen, wie das funktionieren soll, weil das ist denen relativ egal. So, Sie haben auch noch nicht mal eine moralische Verpflichtung, wie man bei dem überstürzten
Rückzug aus Afghanistan gesehen hat. Wir haben auch die Deutschen haben keine moralische Verpflichtung irgendwie gesehen, außer dass sie gesagt haben, ja, wir helfen allen, die mit uns kollaboriert haben. Aber letztendlich ist so gut wie nichts passiert. Das muss man auch mal sagen. Ja. Es gab auch keine Verpflichtung hinterher. Auch darüber haben wir schon mal geredet, in diesem Krisengebiet mit Menschen zu reden, um sie an Bedingungen geknüpft in eine andere Form von Kooperation zu kommen. Ja? Also nicht den Taliban, sondern es gibt unterschiedliche Taliban-Gruppen und so. Ja? Das passiert alles nicht, weil Politik mittlerweile in dieser sich schnell drehenden Welt dermaßen kurzfristig geworden ist und populistisch geworden ist, dass einfach die Luft zum Atmen fehlt. So, und das macht es umso schwieriger und um da wieder auf den Migrationsgipfel zurückzukommen, da kann man auch gar kein Ergebnis erwarten. Das Schlimme ist bloß, das wissen die Leute selbst vorher und dann treten sie vor die Kamera, wie ja, eine Mannschaft hat jetzt 2-1 verloren, ja, wir waren gut, aber ein bisschen Pech gehabt, aber letztendlich haben sie halt verloren. So, und es wird wie jede Wahl auch, es wird immer schön geredet, ne? SPD, die 7% irgendwo holt, sagt noch, ja, ist doch super, wir haben es doch geschafft. Dann kann man ja nur drüber lachen. Und das macht Politik weiterhin unglaubwürdiger und trägt zu einer weiteren Verunsicherung der Menschen bei und lässt die Menschen wählen, die aber auch keine Lösung haben, außer laut zu schreien. Herr Söder sagt doch, er sichert die Grenzen mit seiner bayerischen Grenzpolizei. Jetzt sind sie scheinbar noch nicht mal einen Schleuserweg gefahren, sondern was ganz Normales. Und dann sieht man dann auch, wie gesichert wird. Aber wie will man das denn auch sichern, das Ganze? Wo holen wir denn die ganzen Polizisten her, die das sichern? Wo haben wir das ganze Personal, das wir brauchen für die innere und für die äußere Sicherheit? Das ist überhaupt nicht stemmbar. Deswegen ist das, also ich möchte nicht defätistisch wirken, aber wir müssten halt auch tatsächlich überlegen, dass das alles die Lösung nicht im Moment sein können und müssen weiter darüber nachdenken, welche anderen Lösungen es gibt. Und scheinbar, wenn wir auch auf dieses Sherpas-Thema kommen, hört die Politik momentan auch nicht auf andere Menschen, lässt also keine anderen Meinungen in irgendeiner Form zu. Die müssen ja nicht öffentlich sein, aber es wird ja auch alles komplett ideologisiert und damit fällt ganz viel hinten runter. Ne? Was die Verunsicherung der Leute angeht, Sie wissen ja, dass ich zum Teil auf dem Land lebe, wo die Leute auch gegen Migranten schreien, aber wo ich überhaupt noch keinen einzigen Migranten gesehen habe. Noch nicht mal als Tourist beim Wandern oder sonst, ja, das gibt es auch als Phänomen, ohne das andere jetzt kleinreden zu wollen, dass es Kommunen gibt, die komplett überlastet sind. Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Ja? Und dann frage ich mich auch in der politischen Diskussion, und da werde ich jetzt gleich Ihren großen Widerspruch in irgendeiner Form wecken, ist Solingen ist eine wirklich schlimme, schlimme, schlimme Tat gewesen und da gibt es auch gar nichts zu verteidigen. Ja? Und das Ganze drumherum, der Mann konnte nicht abgeschoben werden und so weiter und so fort. Ja. Dann greift das Murphy'sche Gesetz und eine deutsche Frau greift in einem Bus sechs Menschen an, die zum Teil schwer verletzt werden und haben Glück, dass da niemand gestorben ist. Ja. Dann ist es aber die Deutsche mit psychischen Erkrankungen. Ja. Kein Mensch fragt, warum dieser Mensch aus Solingen, den wir abschieben wollten und der kriminalisiert ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist der psychisch krank? Wie gehen wir mit solchen Menschen künftig um? Lassen wir den nicht mehr in unser Land? Weil dieses Problem mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen werden wir immer wieder haben und es wird auch kein Ende der Gewalt geben. Das heißt, wir müssen uns zusätzlich irgendetwas überlegen. Also entweder lassen wir sie nicht rein, das schaffen wir nicht, dann sind sie da, dann greift der Staat nicht, weil er nicht richtig handlungsfähig ist, weil zum Teil auch Personal fehlt, weil eine Strategie fehlt. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los und wir sind in der Diskussion, in der Wiederholungsschleife, täglich grüßt das Murmeltier. Das ist das Problem. Wir fahren im Kreisverkehr und wissen nicht, welche Straße wir mal nehmen sollen, um diesen Kreisverkehr zu verlassen. Aber wir fahren immer schneller im Kreisverkehr und sehen gar nicht mehr die Straßen, wo wir rausfahren können.
Also Lewandowski, nur der guten Ordnung halber will ich darauf hinweisen oder will ich mich gerne rechtfertigen und sagen, natürlich will ich niemanden im Mittelmeer ertrinken lassen, aber es zwingt auch niemanden, Flüchtlinge, die von Schleusern aufs Mittelmeer geschickt wurden, dann nach Malta oder nach Sizilien oder sonst wo, Italien oder Griechenland zu bringen. Die könnten ja auch zurückgefahren werden, aber sie werden eben nicht zurückgefahren, sondern sie werden nach Europa gebracht und verschärfen dort die Probleme. Punkt eins. Punkt zwei. Schön, dass Sie sagen, dass wir über Solingen nicht diskutieren müssen. Es ist aber nicht nur die Frage dieses einen Menschen in Solingen und ob der traumatisiert wurde oder nicht, was ich gar nicht beurteilen kann und auch gar nicht beurteilen will. Jeder, der eine Untat begeht, muss ja psychisch gestört sein, weil es ist nicht normal, was er tut. Und die Frage ist halt, wenn Sie die Zeitung aufschlagen und am Tag zum Teil mehrere Messermorde dort festgestellt werden oder wie jetzt in Darmstadt geschehen, einer mit dem Auto in ein anderes Auto fährt und da Menschen schwer verletzt und dann Allah es groß ruft, dann ist es eben eine Frage der schieren Masse. Und es ist eben nicht zu bestreiten, was Sie ja auch am Anfang Ihres Statements gesagt haben, dass die Leute sich unsicher fühlen. Und die primäre Aufgabe des deutschen Staates ist ja nicht, die Sicherheit der Menschen, die von Tausenden von Kilometern hierher kommen, auf welchem Weg auch immer und von wem finanziert auch immer und von wem geschickt auch immer oder aus eigenem Antrieb für deren Sicherheit zu sorgen, sondern der primäre Antrieb muss ja sein, erstmal für die eigene Sicherheit zu sorgen und für den eigenen Wohlstand zu sorgen, damit die Brunnen in Tansania und die Kriegsopfer, die Traumatisierten in Afghanistan und Syrien verpflegt und versorgt werden können. Wenn das aber nicht mehr gegeben ist oder die Menschen das Gefühl haben, dass das nicht mehr gegeben ist, dann wächst eben die Unzufriedenheit und dann werden die Parteien gewählt, die mit der Lage, die entstanden ist, nichts zu tun haben, weil sie noch nie in der Regierung waren. Das trifft auf die AfD zu, die seit mehreren Jahren in Deutschland operiert. Das trifft auf eine Partei zu, ohne Programm, ohne Personal. Die erst seit 7 Monaten existiert und die trotzdem mehr als 10 Prozentpunkte bekommt und 50% stärker ist als die einstolze Arbeiterpartei SPD. Und da muss man sich doch fragen, als Nancy Faeser, als Olaf Scholz, als Saskia Esken oder von mir aus auch Ricarda Lang, was sind denn da die Ursachen? Und müssen wir da jetzt nicht was ändern, ohne auf der Welle der AfD zu reiten, sondern müssen wir nicht uns grundsätzlich hinterfragen, ob das, wofür wir hier seit Jahren stehen und was wir seit Jahren predigen, eben einfach nicht funktioniert. Es kann ja auch sein, dass man guten Willens ist und sich irgendwas abends, bevor man einschläft, erträumt, aber es funktioniert dann eben nicht. Und da muss man auch die Konsequenzen ziehen. Aber das immer weiter stur durchzuziehen und zu sagen, wir erklären es nur falsch und die Wähler sind einfach nur zu dumm, unsere guten Absichten zu verstehen. Wir müssen einfach das nochmal einfacher und simpler erklären, damit es auch der gemeine Ostdeutsche endlich begreift. Das funktioniert halt nicht, finde ich. Das funktioniert auch nicht. Ich will trotzdem noch mal meine defätistische Haltung dahingehend bestärken, dass ich glaube, dass wir noch nicht am Ende sind. Wir haben ja auch mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesprochen, ob wir eine Spaltung in unserer Gesellschaft sehen. Damals waren wir davon noch weit entfernt, aber jetzt glaube ich, zeigen sich doch ganz evident auch Risse, und zwar nicht nur was die deutsche Einheit angeht, sondern ich will auch mal was verteidigen, was Ostdeutsche angeht. Die sind ja nicht alle bescheuert, so, ja? Sondern das kann man auch mal seismografisch sehen, dass die da ein ganz gutes Gespür haben in ihrer Unsicherheit, was emotional betrachtet in diesem Land falsch läuft und weil sie dieses Sicherheitsgefühl nicht haben. Das kann sich natürlich auch bundesweit fortsetzen. Das sehen wir ja auch immer zeitverzögert bei der AfD, ja? Dass die auch bundesweit weiter zulegt in den westlichen Ländern, das, was die Linke eigentlich nicht geschafft hat. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn diese Entwicklung so weitergeht und wir schauen ins benachbarte Ausland, jüngst hatten wir diese Krawalle in England, wo es auch
aufgrund von Veröffentlichungen in den sozialen Medien, die noch nicht mal einer Wahrheit in irgendeiner Form entsprochen haben, aber die Leute so getrieben haben, dass das Thema weiter hochgepoppt ist aufgrund der Gewalt, die ausgelöst wurde. Oder schauen wir uns die Auseinandersetzungen in Frankreich an, die immer wieder passieren. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen oder schauen wir uns die Türkei an, die Diskussion Erdogan-Lager, nicht Erdogan-Lager, dass die Honeymoon-Zeiten leider bei uns vorbei sein werden. Und da hätte ich mir immer auch Stimmen, und das ist sozialromantisch gedacht, vermutlich, Stimmen der Vernunft gewünscht, die sagen, hey Leute, wir müssen mal anfangen, anders zu denken und anders pragmatisch zu handeln. Und das passiert halt alles nicht. Wir werden weiterhin immer in unserem eigenen Saft in irgendeiner Form bleiben. Die Parteien werden nicht merken. Und da kommen wir ja auch an einen Punkt, den Sie schon mal angesprochen haben, die berühmten Allparteien. Man bekommt ja immer mehr das Gefühl, es geht denen jetzt ja nur noch um ihre Pfründe und bewahren, 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 aber nicht in irgendeine Zukunft zu gucken. Also politisch gesehen ist Deutschland nach dieser Aufbruchsregierung in einem absoluten Stillstand, der sich aber schon viel früher abgezeichnet hat. Und der natürlich auch durch Mutti wahnsinnig viel erstmal sedativ gewirkt hat. Ja. Es gab Menschen wie Christoph Schwennicke, der damals bei der Willkommenskultur gesagt hat: Moment, Leute, ihr wisst aber auch, welche Probleme wir uns holen und so. Ja. Der nicht gehört wurde und der sich jetzt natürlich auf die Fahnen schreibt. Damals habe ich schon gesagt und auch gegenüber Kai Diekmann, dem damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, die ja noch Buttons Refugees Welcome, die Herr Spahn im Bundestag getragen hat, ja, auch das zeigt ja eine gewisse Kurzsichtigkeit. Und die Politik muss sich aus dieser Kurzsichtigkeit lösen. Das ist aber ein Problem, das wir schon immer hatten, weil es schon früher auch hieß, ja, die denken ja sowieso nur von Wahl zu Wahl. Herr Lewandowski, lass Sie, ich will Sie noch einladen, einen Satz zu sagen zur CDU. Die CDU in Sachsen und Thüringen will auf keinen Fall mit der AfD koalieren, ist aber als Alternative, um überhaupt regieren zu können, auf eine Koalition mit der Linken, mit den Grünen, mit der SPD und mit dem BSW angewiesen. Also statt Mitte rechts, klarer Mitte links, links Kurs. Ist das das, was die CDU-Wähler wollen, dass sozusagen die Politik, wie sie jetzt läuft, weitergemacht wird, nur in einer anderen Parteienkoalition unter Führung der CDU? Oder wollen nicht die Mehrheit der Bevölkerung eine andere Politik, Mitte, Mitte rechts? Und welche Auswirkungen hat das auf die CDU? Zwei Fragen, ein Satz als Antwort. Ja, es wird die CSU, ich weiß nicht, Sie haben ja auch mit Herrn Patzelt gesprochen, aber es wird die CSU auch, die CDU auch ein Stück zerreißen. Ja? Also der klare Führungsanspruch von Herrn Merkel, der ist in der Tat in der Realität nicht umsetzbar. Der Mann ist auch höchst umstritten und da kommen auch zu viele unterschiedliche Interessen zusammen, wenn man einfach mal die Länderebene sieht und die Repräsentanten auf der Länderebene. Des, glaube, Boris Hain ist jetzt in Bayern aufgetreten an der Seite von Herrn Söder und Herr Merz war nicht dabei. Und eigentlich gehört es sich, dass Herr Merz als CDU-Vorsitzender mit dabei ist. Ich glaube, im Bundeskanzleramt beim Migrationsgipfel, den er angestoßen hat, war er auch nicht dabei. Was sagt es über eine Partei aus, die, glaube ich, in sich unterhalb der Oberfläche tief zerstritten ist? Und dieses Zerwürfnis innerhalb der CDU wird auch noch irgendwann nach oben poppen, zeichnet sich ja seit Jahren ab. Und bei der SPD hat man ganz viele Pflaster mal draufgelegt und viele Verbände drumherum gemacht. Und auch jetzt gehen die Pflaster ab. Und das wird aber auch weiter nicht zum Vertrauen in irgendeiner Form beitragen. Und die Lösung in den ostdeutschen Ländern ist, jetzt können wir erstmal mit geschäftsführenden Regierungen irgendetwas machen. Das ist auch vollkommen klar. Aber eigentlich, also ich will nicht, dass die AfD in eine Regierungsverantwortung kommt. Ich bin aber dafür, dass man
Regierungsgespräche führt, Koalitionsverhandlungen, die können ja dann auch scheitern. Hat ja die FDP schon mal vorgemacht, wie sowas scheitern kann, um gewisse Dinge, wie gesagt, anders transparent zu machen. Aber eine CDU, die sich überlegt mit der Linken und mit dem BSW, ich wollte jetzt sagen, so viel rauchen kann man ja gar nicht auf einmal, aber das ist jetzt schon inflationiert worden, dieser Begriff nach der Cannabis-Freigabe. Aber das macht einen politisch interessierten Menschen, kann es nur mit absoluter Ratlosigkeit und Kopfschütteln zurücklassen. Wenn ich jetzt die Linke wählen würde oder den BSW oder nehmen wir nur den und die koalieren mit der CDU, was soll denn das? Ja? Und Es wir haben geht nur um Machterhalt. das, ja, es geht jetzt nur um Machterhalt. Es gibt ja auch Stimmen zu sagen, ja, dann lass du halt mal die AfD in Thüringen, das teile ich nicht, an die Macht. Und dann werden die schon zeigen, was sie können. Es gibt aber auch, ja, in Italien glaubt man ja, dass es alles so ein bisschen Mitte von dem rechten Rand in die Mitte geht, aber es wird natürlich auch hinter den Kulissen schwer gearbeitet. Eingriff in die Rundfunkfreiheit, in die Pressefreiheit, am Justizsystem wird gearbeitet. Das führt nicht zu Verbesserungen. Das führt vielleicht zu einem anderen starken Staat, der aber auch ein Stück undemokratischer werden könnte. Deswegen ist es im Allgemeinen ein Dilemma. Und um die CDU tut es mir nicht leid. Wenn es um die Macht nur der CDU ginge, es ging aber auch die ganze Zeit um die Macht von Herrn Merz, der zweimal nicht akzeptieren konnte, dass er das Rennen verloren hat und ein drittes Mal antritt. Es geht um die Macht von Herrn Söder, der versucht, ja. Es geht auch um die Macht von Herrn Scholz, der glaubt, es wird schon wieder alles gut und wir können das auch noch mal wenden und noch in einer Unerträglichkeit von seiner Parteivorsitzenden, die, wo ich mich heute immer noch frage, warum die eigentlich Parteivorsitzende ist und noch mal wiedergewählt wurde, wo man wirklich diesen Eindruck hat, es geht auch um persönliche Macht. Und das ist sehr, sehr schade. Schauen Sie sich Herrn Lindner an, der müsste doch eigentlich zurücktreten nach dem Desaster. Also, ja. Also, lieber Herr Lewandowski, wir treten jetzt zurück, drehen uns einen Joint, rauchen auch mal vielleicht, wenn wir dann auch SPD-Vorsitzende oder Kanzler vielleicht sogar oder Vorsitzende irgendeiner anderen Partei. Wenn Rauchen hilft, dann rauchen wir halt. Auch gut. Vielen Dank für den Tipp. Bis zum nächsten Mal.